Ja, herzlich willkommen zu unserer Audi-Vorstellung bei der IFA in Berlin. Mein Name ist Benedikt Stadtfeld aus dem Produktmanagement. Ich stelle Ihnen heute unsere neuen Multiroom-Lautsprecher vor. Da haben wir eine Kooperation mit ELAC eingegangen, haben da ein interessantes Konzept ausgearbeitet. Das betrifft drei Lautsprecher. Der Audiomaster MR1 als Mono-Variante, verbaut ist ein 30 Watt Speaker. Beim MR2, das wäre in dem Fall dieses Gerät, da haben wir zwei 30 Watt Speaker verbaut. Und zum guten Schluss noch der Audiomaster MR3 mit 3x30 Watt Speakern. Da haben wir die Lautsprecher angeordnet, seitlich jeweils und in der Mitte als Center, um noch mal ein bisschen Bassdruck zu verleihen. Natürlich können auch Digitalradios von uns ins System eingebunden werden, die Multiroom-fähig sind. Das wäre zum Beispiel auch das Digitalradio 600 hier vorne. Der hat unten noch einen Bassreflex, um auch noch mal von hinten den Sound wiederzugeben und speziell auch noch mal als Subwoofer zu arbeiten. Zu den Funktionen kann man Folgendes sagen: Wir haben hinten einen LAN-Anschluss. Über Wi-Fi kann Spotify Connect wiedergegeben werden. Wir haben einen AUX-Anschluss und natürlich können die lokalen Daten über Bluetooth wiedergegeben werden. An den Geräten haben wir oben einen Bedienknopf zur Lautstärkeregelung und eine Mode-Taste, um die verschiedenen Modis durchzuswitchen. Das wäre zur Nahbedienung, aber auch zur Fernbedienung ist es möglich, was auch eigentlich vorgesehen wäre, beziehungsweise ist, dabei geht es um die MyDigitalRadio Pro App. Das ist unsere Universal-App, um alle Internetradios, Multiroom-Lautsprecher zu steuern. Ich kann also in dem Fall sagen, ich definiere eine Gruppe oder spreche die Lautsprecher auch einzeln an, um dann den Ton wiederzugeben. Das ist frei kombinierbar, wie Sie wollen, ob Sie die kleinen mit den großen kombinieren wollen oder ob Sie einfach nur links und rechts den Sound über Stereo wiedergeben wollen. Beim Audiomaster MR1 wäre es nämlich der Fall, dass wir hinten noch einen kleinen Kippschalter haben, wo wir sagen können, du bist erst mein linker Kanal und du bist mein rechter Kanal. Über die App, wenn ich eine Gruppe gebildet habe, kann ich nämlich dann auch die Lautstärke so regeln, dass ich die Lautsprecher wirklich einzeln anspreche und somit die Lautsprecher wirklich im Ton nochmal regeln kann. Was auch noch schön ist, ist die Equalizer-Funktion, wenn ich ein bisschen mehr Bass drin haben will oder Höhen oder Mitten, ist auch kein Problem, einfach über die App aufrufen und dann können wir das darüber steuern. Über die Fernbedienung per App oder Handy kann man noch sagen, dass wir wirklich alle Quellen auswählen kann, die der Master auch steuern kann. Das heißt, wenn ich ein System aufsetze, muss ich im Vorhinein erstmal einen Master setzen. Das heißt, ein Hauptserver, der praktisch mit den ganzen Clients verbunden ist. Die definiere ich dann in einer Gruppe zusammen und dann wird mir auf dem Tablet auch schon angezeigt, okay, hier, jetzt will ich CD spielen oder ich will Bluetooth spielen. Oder die Musik ganz einfach über Spotify Connect wiedergeben. In den Lautsprechern haben wir noch einen Internetradio-Tuner zusätzlich drinnen. Das heißt, ich kann also wirklich auch bequem meine Radioprogramme übers Tablet aufrufen. Die Liste erscheint, genauso wie bei der Nahbedienung an den Radios. Und kann dann auch über das Multiroom-System den Ton wiedergeben. Beim Audiomaster MR1 liegen wir preislich bei 219,99 UVP. Beim MR2 wären das 299 und beim MR3 399. Alle Modelle wären so Anfang Dezember verfügbar, sodass man dann auch wirklich während dem Weihnachtsgeschäft schön ein paar Lautsprecher verkaufen kann.